Und da sind wir auch schon gleich im nächsten Part. Ich dachte mir nämlich, da der andere 20 Minuten jetzt ging. Das passt doch. So, jetzt sind wir relativ geschützt. So, ja, Wave Victors, ich weiß. So. Okay. Hier sind wir anscheinend in einem Gebiss gerade drin. Also hier in diesem Spiel sieht man das ja noch nicht. Aber eventuell sieht man diesen Ort hier später nochmal wieder. Eventuell, allerdings nur. Es ist tatsächlich kein Muss, dass man diesen Ort hier wieder sieht in der Reihe. Okay, jetzt nehmen wir hier nicht hin. Ich habe nämlich Angst, dass er jetzt hier raufspringt und alles umschmeißt. So. Ich kann schon mal so viel sagen, wir haben es bald geschafft hier. Den wunderbaren Dungeon. Als erstes möchte ich hier rein. Wir sind in der Nase. Wird ein Gegner davon getroffen, so verwest er sofort. Zurück bleibt nur ein bisschen Blut und Gewebe. Das Gift ist noch etwas länger wirksam und deshalb bei Berührung tödlich. Hier haben wir noch eine Lebensfiole. Und hier können wir einmal wunderbar auf das Land runterblicken. Wobei ich mich hierbei frage, warum man die Säulen nicht sieht. Weil eigentlich sieht man die Säulen von Nosgoth von überall. Weil sie eigentlich bis ins Unendliche gehen quasi. Also man... Ich glaube, es gibt gar kein großartiges Ende von diesen Säulen. Also von der Größe her. Aus den tiefen Augenhöhlen des Unterschlupfs sah ich Nosgoth aus einer anderen Perspektive. Das Glas schien das Bild zu verzerren und die Farbe zu trüben. Als ob Nosgoth Hilfe dabei bräuchte, seine Verderbnis zu offenbaren. Ja, das hier ist sehr interessant. Denn das hier zeigt, wie sich Nosgoth quasi verändert, beziehungsweise wie es aussehen könnte, wenn nichts unternommen wird. Wenn die Säulen halt weiter korrumpieren und ja, man sie nicht heilt oder nicht heilt. Wenn man sie einfach so lässt, wie es ist. Und das ist kein wirklich schöner Anblick. Mal gucken, ob wir es schaffen, diese Säulen zu retten. Und hier haben wir noch ein paar Herzen der Dunkelheit. Jetzt sind wir im Gehirn. Diese Dinger sind eigentlich fast nutzlos zurzeit. So, jetzt geht's hier noch rein. Und jetzt können wir hier noch kurz speichern. Schön, schön. Wirklich schön. Es funktioniert übrigens mit den Saves. Ich habe es extra nochmal nachgeguckt. Ich musste also nicht nochmal zurückspielen. Also steht diesem Let's Play nicht im Wege. Oh Gott, ich könnte heulen vor Freude. Es ist einfach nur geil. Schon. Wer redet Ariel wieder? Nun, Malek. Bist du gekommen, den Kreis erneut im Stich zu lassen? Geh, Vasall. Ich brauche deinen Schutz nicht. Komm, Kain. Teile meinen Schmerz. Okay. Ja, da war eben der Malek, den wir in der Intro-Sequenz gesehen haben, der die Hüter ja schützen sollte, der nachdem gerufen wurde, er diese Aufgabe ja nicht erfüllt hat und dann in einer körperlose Rüstung quasi
verbannt wurde. Mir fehlen manchmal so ein bisschen die Worte. Und Malek ist halt immer noch der Hüter der Wächter. Der Säulen. Der Hüter der Säulen. Das ist für einen Bosskampf dies übrigens. War also dieser erbärmliche, gebrochene Lass mich durch, lass mich durch. Mann. Doch so gebrochen könnte es nicht sein, als dass er kampflos aufgeben würde. Nun gut, alter Thor. Wenn du den Tod willst, werde ich ihn dir nicht verweigern. Aua. Ich werde mal ganz kurz die Herzen hier ausrüsten. Das kann durchaus möglich sein, dass wir die hier gleich brauchen. Geh weg. Oh Gott. Geht weg. Oh Gott. Also der Bosskampf ist an sich nicht schwer. Der Kopf. Vielleicht überzeugt das Haupt ihres Geliebten Ariel davon, dass ich meinen Auftrag ausgeführt habe. Mhm. Sind wir ganz stolz drauf. Die Keule ist eine der wirksamsten Waffen. Mit ihr kann man seine Gegner einfach ausschalten, um sich dann an ihnen zu laben. So. Und jetzt können wir... Also, wir hätten hier auch vorher schon reingekommen oder waren hier vorher schon drin. Hier können wir sowieso alles auswählen. Oh, gut, bis auf das da. Hier haben wir unsere Zaubersprüche. Und hier unsere Waffen. Und wir rüsten jetzt mal die Keule aus. Und ich hasse die Keule. Keule ist für mich irgendwie... Ja. Ja. Sie ist eine Keule. Nein, Salem. Nein. Jetzt mal nicht. Es klingt immer, als würden hier Bomben niederprasseln. Also sie ist zwar nützlich, ja. Sie gehört zu den nützlicheren Waffen hier in diesem Spiel. Aber, also. Aber das war's dann auch schon. Okay, das nicht. Und jetzt sehen wir eine weitere tolle Sache an diesem Spiel, die ich über alles liebe, wozu auch irgendwann mal ein Video, Musikvideo gemacht wurde. Ich würde es ja gerne verlinken, aber ich glaube, das gibt es gar nicht mehr auf YouTube. Aber seitdem liebe ich es. Und ihr werdet jetzt sehen, warum ich es liebe. Oh, eine tolle Kamerafahrt. Ich liebe Kamerafahrten. Und diese besagten Kamerafahrten werden wir immer wieder sehen und sie werden immer anders aussehen. Irgendwo. Irgendwie. Und jetzt bringen wir mal Ariel den Kopf ihres Mannes. Ich habe nur Brabtors Kopf vor die Säule des Geistes gelegt und gesehen, wie er mit dem Stein verschmolz. Oh. Die Säule des Geistes, geschützt von Nubraptor, dem Herrn des Geistes. Ich weiß. Nubraptor war nur der Anfang. Huch, scheiße. Für immer von Wahnsinn gezeichnet, war der Kreis auf ewig verloren. Nur der Tod konnte Erlösung bringen. In mir würden sie ihr Heil finden. Allerdings musste ich zunächst ihren Herrn besiegen. Malek, der Verteidiger der Neuen, befand sich in einem Unterschlupf weit im Norden, hinter Wasserbunde. Nun war die Zeit gekommen, den Zorn der Säule des Konflikts auf die Probe zu stellen. Ja. Ja gut, hier sieht man das Ende, also wie hoch die Säulen sind, aber eigentlich meine ich, dass die Säulen sogar höher gingen. Aber ja,
Gut. Tod innerhalb des Kreises bringt den Säulen Leben. Für jede Säule gibt es ein Token. Nur so können sie wiederhergestellt werden. Um einen Krieger angreifen zu können, muss erst seine Abwehr durchbrochen werden. Finde Malek und vernichte ihn. Nur so kann der Kreis gestürzt werden. Okay. So, und da wir zurück nach Wasserbunde müssen, ich könnte euch jetzt schon einige Sachen holen, die wir vorher nicht holen konnten, will ich aber nicht. Wir sehen jetzt hier die Karte von Nosgoth. Wir können jetzt hier noch nicht großartig weiter weg scrollen. Hier gibt es einmal diese Hauptpunkte, mit denen man, wenn man, gut, bei der PS1 sind es die Richtungstasten nach links oder rechts. Hier ist es halt der Analogsignal links oder rechts. Und wir könnten jetzt halt wieder zurück zu Nobraptor. Malek können wir leider noch nicht. Das können wir immer erst dann, wenn wir auf diese Felder treffen, wo es diese Aussichten gibt, wo dann so ein Fledermaus-Symbol erscheint. Ab da an kann man dann halt zu den einzelnen Orten reisen. Also ich habe vor 2 Parts ein bisschen Schwachsinn erzählt, weil ich nicht, habe das irgendwie verdrängt, weil ich halt dieses Fledermausreisen selten nutze. Deswegen korrigiere ich mich jetzt hier mal. Immer erst, wenn dieses Fledermaus-Symbol bei einer Kamerafahrt beziehungsweise bei einem Bild erscheint, wo Kane drüber redet. So. Und wenn man jetzt aber die Richtungstasten nach oben oder unten, beziehungsweise Analogstick nach oben oder unten, dann trifft man hier auf diese kleinen Mini-Punkte, die wir halt freischalten im Laufe des Spiels. Und wir müssen jetzt aber hierhin, in die Nähe von Steinchen Crow. Und es gibt hier einen wunderbaren Ladebildschirm. Es gibt bei den normalen Orten gibt es halt keine Kamerafahrt, sondern nur, wenn man halt zum Beispiel von den Säulen zu Nobraptors Kopfschädel da reist. Dann würde es wieder eine Sequenz geben. Anders nicht. Oder halt, wenn man zu einem anderen wichtigen Ort in Nosgoth reist. So den kleinen Punkten hier einfach. Nein. So, das Problem an dieser Keule ist, man kann die Gegner damit nur betäuben, man kann die Gegner allerdings nicht töten mit der Keule. Auf der einen Seite gut, wenn man halt Blut braucht. Denn das ist halt gut, weil du ihn halt nicht zufällig einfach töten kannst. So, euch lasse ich erstmal leben. Ich brauche meine eventuell noch. Juhu, Synchronschreien. Das hier ist jetzt der Ort, wo ich meinte, hier müssen wir später nochmal hin. Denn hier gibt es halt ein paar Items, die wir uns holen können. Wofür wir allerdings halt die Keule gebraucht haben. Und die Statuen, die ihr da gerade gesehen habt, die wir kaputt gemacht haben, auf solche Art Gegner werden wir sogar noch treffen. Da gehe ich dann aber erst drauf ein, wenn wir auch wirklich dabei bei denen sind. Und dann, je nachdem, ich weiß gerade gar nicht, ob man es schon vorher fährt, kann ich auch noch näher, also noch näher drauf eingehen, halt auch storytechnisch. Weil wir halt eigentlich auch in diesem Spiel relativ wichtig sind, diese Gegner. Huch. Okay. Na gut. Wir haben wenigstens einen getötet. Beziehungsweise einen befreit. Aber hier kommen wir dann hin, falls wir mal nach einem Bosskampf Leben brauchen. Und ich habe auch die Keule eigentlich nur noch deswegen ausgerüstet. Weil, hier müssen wir mal wieder welche loswerden von. Das können wir gerade mal aufleben. Weil wir jetzt auf einige Sachen treffen, wofür wir die Keule brauchen. Und ja. Das mache ich jetzt eigentlich nur, damit wir Platz schaffen. Unserem Inventar. Weil man hier leider nicht über 99 gehen darf. Aber das ist ja nicht nur in diesem Spiel so, das ist ja in einigen anderen auch so. So, hier haben wir noch bei jetzt eine Dunkelheit. Ich meine, dass man hier, ja, hier kann man dann auch noch rüber später.
Allerdings wirklich erst später. Ihr wundert euch wahrscheinlich, warum ich sage später. Da das aber wirklich noch ein bisschen dauert, sehe ich das jetzt noch nicht wirklich. Das wäre jetzt gerade noch Schwachsinn. Machen wir das erstmal. Die erzählen jetzt hier natürlich nichts Neues, sondern nur den gleichen Quatsch, den wir vorher halt auch schon hatten. In den Häusern waren wir, in den vielen meine ich noch nicht. Da kommen wir später erst hin. Jetzt muss ich gerade erstmal wieder gucken. Da. Geradeaus weiter. Ich gehöre halt zu diesen Menschen, ich muss in jedes einzelne verfickte Haus reingucken. Es geht einfach nicht anders. Ich gehöre nicht zu den Menschen, die wirklich hier alles auf 100% haben wollen, aber ich gehöre zu den Menschen, wenn sie sehen, okay, da kann man reingehen, ich muss da reingehen. Aber ich... Ja, hier gehen wir gleich rein. Erstmal nach da hinten. Aber ich glaube, das wisst ihr ja ohnehin schon. Beziehungsweise könnt ihr euch wahrscheinlich denken. Sorry. Ich weiß nicht, was Zellum denn gerade treibt. Okay, hier ist nichts. Hier ist so ein komischer Alchemieraum. Da fehlt noch was. Außer lästige Weiber. Weg mit euch. Da haben wir uns gar nicht verwandelt. Egal. So. Dann wir wählen sie da mal ein bisschen was los. So. Gehen wir hier noch rein. Lästig. Uff. Ich werde ihn nochmal einen... ...zwei verballern. Eigentlich ist es Schwachsinn, wir brauchen es gleich. Wir müssen eh gleich... ...die Keule wieder benutzen. Wäre so Blödsinn, wenn wir das machen. Ich werde jetzt zwar gleich angegriffen, aber... Pff. Die gönnen uns eh nichts. Hey, Victor! Huch. Hoppla. Weh. Lass mich! Gut, dahinter ist nichts mehr. Da ist das. Sehrchen. Läuft wie geschmiert. Brauchen wir sonst was mal Blut? Gleich Blutspende. Oh Gott, ich glaube, ich muss gleich niesen. Jo, ich musste niesen. Ich hasse das, wenn ich in der Aufnahme
mitten in der Aufnahme immer niesen muss. So. Jetzt wisst ihr, glaube ich, auch, warum ich gerade so viel verwendet habe davon. War halt gerade einfach praktischer. Weil sonst hätten wir die Sachen halt nicht mitnehmen können. Das Blut von Zeitaltern ist so süß. Hallo? Trinke aus uns. Deine magische Energie wird durch unser Blut schneller wiederhergestellt.